Willkommen zurück zu SFS Colony. Willkommen zu einem etwas speziellen Video. Und zwar wieder mal eine Zusammenfassung. Ihr erinnert euch wahrscheinlich eher nicht daran. Aber vor knapp 2 Jahren habe ich die erste Zusammenfassungsfolge quasi gemacht. Für Leute, die neu auf dem Kanal waren und jetzt nicht unbedingt Lust darauf hatten, sich alle 32 Folgen anzuschauen. Nur um zu wissen, was eigentlich los ist. Daher habe ich das einfach mal gemacht. Ja, ich habe einfach die Folgen zusammengefasst und habe dann ein bisschen was darüber erzählt, ein bisschen was erklärt. Und das würde ich gerne nochmal machen. Ich meine, wir haben jetzt hier 69 Folgen. Das heißt, es ist schon eine ganze Menge. Und zudem, seit dem letzten Video, seit dem letzten Zusammenfassungsvideo, sind knapp 2 Jahre vergangen. Also da sind wahrscheinlich eine Menge neue Leute dabei, die vielleicht eine Zusammenfassung gebrauchen könnten. Den ersten Teil packe ich übrigens in die Videobeschreibung, falls ihr das euch nochmal anschauen wollt. Und dann werde ich auch im ersten Teil einen Link zu diesem Video reinmachen. Das heißt, ja, schaut es euch an. Okay, dann würde ich mal sagen, wir fangen an. Und zwar das ganze Projekt Mission Colony, also hier die Welt, ist 3 Jahre und 4 Monate alt, quasi genau auf den Tag 3 Jahre und 4 Monate. Denn am 5. Juni 2020 habe ich die erste Folge davon hochgeladen. Und ihr seht, wir haben inzwischen schon 85,2 Stunden Spielzeit. Das sind fast 4 Tage, die ich durchgehend im Spiel verbracht habe. Was wenig erscheint, wenn man bedenkt, wie viele Videos daraus geworden sind. Aber 4 Tage. Ohne Schlafen, ohne Essen, ohne Trinken, nichts. Ja? Die ganze Zeit durchgehend in dieser einen Welt spielen. Das ist schon eine ganze Menge. Ja? Gut, dann wäre das zum Intro alles. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, indem wir die Folge 33 zusammenfassen. Von der ersten Mission in dieser Folge, nämlich der Folge 33, kann ich leider nur erzählen. Dort hatten wir nämlich ein kleines Raumschiff, was hier bei der Marsbasis gelandet ist. Nach einiger Zeit habe ich das aber wieder zurückgebracht, daher kann ich euch das hier nicht wirklich zeigen, aber ich habe einen Nachbau davon im Baumodus einmal vorbereitet, damit ihr das auch einmal sehen könnt. In der Folge 34 haben wir 2 Landemodule zum Mars gebracht und sind dort auf Phobos und auf Deimos gelandet und damit hätten wir dann auch das Mars-System abgeschlossen. In Folge 35 hatten wir unsere allererste Jupiter-Mission und zwar mit dieser kleinen Raumsonde hier. Damit sind wir ins Jupiter-System eingetreten und haben dann Flybys gemacht an jedem der Jupiter-Monde. Aus den Erfahrungen der letzten Folge haben wir dann einen perfekten Planeten, einen perfekten Mond gefunden, auf dem man eine neue Basis errichten kann, nämlich hier auf Europa. Da haben wir dann auch ein Landemodul hingeschickt, um eine geeignete Fläche für eine Kolonie zu finden. Und ja, die visuellen Bugs, die sind auch immer noch da. Ihr seht, der Boden, der hat irgendwie so einen komischen Schnitt und die Atmosphäre irgendwie auch. In den Folgen 37 bis 42 haben wir eine ganze Menge gemacht. Unter anderem haben wir hier die MS-Kolonie designt und gebaut, in Orbit gebracht, zusammengesetzt und haben davor dann eine gigantische Raumstation gebaut, nämlich die Raumstation um Europa herum für unsere Europa-Kolonie. Zusätzlich haben wir auch noch Crew hingebracht und zum allerersten Mal haben wir die Treibstofftanks der MS-Kolonie wieder zurück auf die Erde gebracht. In der Folge 44 haben wir dann unsere MS-Kolonie erweitert, und zwar mit 4 dieser Landemodule, damit wir alle möglichen Module auf die Oberfläche von Planeten bringen können. In der Folge 45 mussten wir dann diese Kolonien hier retten, einmal hier auf dem Mond, einmal auf dem Mars, denn kurz zuvor gab es ein Update, welches die Oberflächen vom Planeten verändert hat und daher sind die Kolonien hier einfach in der Luft herumgeflogen. In den Folgen 46 bis 50 haben wir dann hier unsere Kolonie designt, gebaut, zur MS-Kolonie gebracht und schließlich hier nach Europa gebracht. Und in den Folgen 51 bis 55 haben wir hier unser Landepad hinzugefügt, eine Rakete für unsere Astronauten und 3 dieser geostationären Satelliten.
In den Folgen 56 bis 60 haben wir dann hier diese Raumstation designt. Das ist eine recht kleine Raumstation. Das liegt aber daran, dass sie einen sehr kuriosen Ort erkundet, nämlich die Sonne selber. Und ihr seht, wir sind da an engster Stelle bei 160.000 Kilometern, also ziemlich, ziemlich dicht dran. Und das mussten wir ein bisschen kompensieren, indem wir hier eine sehr hohe Apoapsis haben, damit sich die Station wieder abkühlt. In den Folgen 61 und 62 haben wir hiermit, mit diesem kleinen Monstrum, ein Flyby an der Sonne gemacht. Und zwar sind wir damit auch in die obere Atmosphäre der Sonne eingetreten. Und das seht ihr hier, wie so eine Zwiebelschale sind da mehrere von diesen Hitzenschillen angeordnet, damit die Sonne im Inneren nicht verglüht. In der Folge 63 haben wir dann diese Fundamente für unsere Basis zum Asteroiden gebracht, und zwar immer in Vierergruppen, drei Stück eben, und darauf konnten wir dann unsere Asteroidenbasis aufbauen. In den Folgen 64 und 65 haben wir dann für unsere Stromversorgung gesorgt, und zwar hier mit diesen Solarzellen, 9 Stück insgesamt, einem Transformator und 2 ionischen Magnetbatterien, welche dann den gesammelten Strom speichern können. In der Folge 66 haben wir dann 2 dieser kleinen Satelliten zum eingefangenen Asteroiden gebracht und die fliegen jetzt hier rum und sorgen für eine stabile Internetverbindung. In der Folge 67 haben wir dann hier unser Landepad aufgebaut und ihr seht, das ist etwas erhöht. Das liegt daran, dass die Flammen von den Triebwerken sonst hier das Fundament einfach zerstören würden. Außerdem haben wir hier einfach noch ein paar Treibstofftanks, die ziemlich gut gefüllt sind. Ihr seht, das ist knapp über die Hälfte voll. In der Folge 68 haben wir dann diese beiden Raffinerien hier aufgebaut und diese können dann aus den ausgegrabenen Erzen entweder Metalle oder auch Treibstoff herstellen. Und in der letzten Folge, der Folge 69, haben wir hier 2 Erzbohrer hingebracht, welche dann hohes Erz aus dem Inneren des Asteroiden herausgraben können. Und das war's mit dieser Zusammenfassung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!